Seit Jahrtausenden ranken sich Mythen und Legenden um die Götter und Riten der alten Welt. Eines der faszinierendsten, zugleich am meisten diskutierten Themen ist die Rolle von bewusstseinsverändernden Substanzen in religiösen Zeremonien, die tiefgreifende spirituelle Erlebnisse hervorriefen. Besonders im antiken Griechenland, Rom und in den frühchristlichen Gemeinschaften gibt es Hinweise darauf, dass solche Substanzen verwendet wurden. Aber wozu genau, bleibt noch immer ein Mysterium. War der Wein der antiken Welt mehr als nur ein Genussmittel? Konnte er Tore zu anderen Welten öffnen? Was passierte bei den geheimnisvollen Riten des Dionysos? Und wie könnte all dies die frühen Christen beeinflusst haben? Dieser Podcast wagt einen Blick in die geheimnisvollen und bisweilen vergessenen Ecken unserer Geschichte. Ein Blick, der uns zu den Ursprüngen von Rausch, Ekstase und mystischen Visionen führt. Und zu der Frage, nutzte man in der Antike psychedelische Substanzen, um das Göttliche zu erfahren? In der klassischen Antike war der Wein nicht nur ein Alltagsgetränk, sondern ein Symbol göttlicher Verbindung. Dionysos, der Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase, war dafür bekannt, seine Anhänger in ekstatische Zustände zu versetzen. Diese ekstatischen Erfahrungen, oft begleitet von ausgelassenen Tänzen und wilden Festen, waren jedoch mehr als nur körperliche Ausschweifungen. Sie sollten den Menschen in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzen, der ihn näher zu den Göttern brachte. Doch war der Wein in der Antike dasselbe Getränk, das wir heute kennen? Zahlreiche Forschungen deuten darauf hin, dass der Wein der damaligen Zeit oft mit Kräutern, Harzen, Honig und möglicherweise psychedelischen Substanzen versetzt wurde. Die Vorstellung, dass Wein mehr als nur alkoholische Wirkung hatte, findet sich sowohl in literarischen als auch in archäologischen Quellen. So gibt es Hinweise auf den Gebrauch von Nachtschattengewächsen wie Stechapfel oder Bilsenkraut, die starke halluzinogene Wirkung hervorrufen können. Die Mysterien des Dionysos galten in der griechischen Welt als ein Weg, das Irdische zu überwinden und in die Sphäre des Göttlichen einzutreten. Dionysische Riten waren von Geheimnissen umgeben und fanden oft tief im Wald oder in Höhlen statt. Orte, die von Natur aus bereits eine mystische Atmosphäre hatten. Anhänger der dionysischen Kulte gaben sich Tanz, Musik und Wein hin, wobei es nicht nur um körperliche Genüsse ging, sondern um eine tiefe spirituelle Erfahrung. Einige antike Texte deuten darauf hin, dass diese Zeremonien mit dem Gebrauch von bewusstseinsverändernden Substanzen verbunden waren. Die ekstatischen Zustände, die die Teilnehmer erlebten, könnten durch mehr als nur Alkohol verursacht worden sein. Wenn man bedenkt, dass der griechische Begriff für Droge, Pharmakon, sowohl Heilmittel als auch Gift bedeuten kann, wird klar, dass Substanzen, die den Bewusstseinszustand veränderten, eine doppeldeutige und mächtige Rolle spielten. Der Rausch war in vielen antiken Kulturen nicht etwas, das gefürchtet oder verurteilt wurde, wie es oft in späteren christlichen Traditionen der Fall war. Vielmehr galt er als legitimer Weg, um sich mit dem Göttlichen zu verbinden. In den dionysischen Mysterien wurde der Zustand der Ekstase als direkter Kontakt mit Dionysos angesehen. Man glaubte, dass der Gott selbst durch den Rausch in den Menschen eintrat und sie zu visionären Erfahrungen führte. Doch was genau passierte bei diesen Riten? Der antike Philosoph Platon beschreibt, dass diejenigen, die an diesen Mysterien teilnahmen, nicht betrunken von gewöhnlichem Wein sein, sondern von einem göttlichen Getränk. Dieses göttliche Getränk könnte ein speziell zubereiteter Wein gewesen sein, der mit psychedelischen Kräutern oder Pilzen vermischt wurde. Während der Gebrauch von bewusstseinsverändernden Substanzen in heidnischen Riten gut dokumentiert ist, stellt sich die Frage: Hatten psychedelische Substanzen auch einen Platz in den frühen christlichen Gemeinden? Hier betreten wir ein faszinierendes, aber umstrittenes Terrain.
Es gibt Theorien, dass auch die frühen Christen in ihren geheimen Versammlungen Substanzen einsetzten, um spirituelle Erfahrungen zu intensivieren. Einige Forscher weisen auf die symbolische Bedeutung des Weins im Christentum hin, insbesondere beim letzten Abendmahl, bei dem Jesus seinen Jüngern Wein als sein Blut reichte. Der Wein, der im Ritus der Eucharistie konsumiert wird, symbolisiert die Gemeinschaft mit Christus und das Eintreten in eine heilige Verbindung. Aber war dieser Wein lediglich ein symbolisches Getränk oder könnte er, wie in den dionysischen Riten, auch eine bewusstseinsverändernde Wirkung gehabt haben? Die Erforschung dieses Themas gewinnt durch archäologische Entdeckungen an Brisanz. Es wurden Hinweise auf die Verwendung psychoaktiver Pflanzen in antiken Städten gefunden, die mit frühchristlichen Gemeinschaften in Verbindung gebracht werden. Zwar bleibt diese Theorie spekulativ, doch die Möglichkeit, dass auch die ersten Christen Substanzen nutzten, um den Geist zu erweitern und Gott näher zu kommen, wirft spannende Fragen auf. Ein weiteres bedeutendes Beispiel für den Einsatz von bewusstseinsverändernden Getränken in der Antike ist das Kykäon. Ein geheimnisvolles Gebräu, das im Rahmen der Eleusynischen Mysterien konsumiert wurde. Die Eleusynischen Mysterien, die in der Nähe von Athen zelebriert wurden, waren eines der bedeutendsten religiösen Riten der Antike. Hier wurde das Kykäon den Teilnehmern gereicht, die danach Visionen hatten und behaupteten, das Göttliche direkt erfahren zu haben. Das Rezept des Kykäon ist bis heute ein Rätsel. Doch es gibt Vermutungen, dass es psychoaktive Substanzen enthielt, möglicherweise den Mutterkornpilz, der eine Substanz enthält, die ähnliche Effekte wie LSD hervorruft. Berichte über Visionen und mystische Offenbarungen nach dem Konsum des Kykäon könnten auf den Einsatz solcher psychedelischen Mittel hinweisen. Die alte Welt war voll von Substanzen, die in den Riten der Heilung, des Rausches und der Ekstase verwendet wurden. Der Begriff Pharmakon ist hier zentral. Im antiken Griechenland bezeichnete dieses Wort sowohl Heilmittel als auch Gift, wie schon erwähnt. Eine faszinierende Ambivalenz, die uns viel über das damalige Verständnis von Drogen verrät. Eine Substanz konnte sowohl das Leben retten, als auch ins Verderben führen. Es kam nur auf die Dosis und den Kontext an. In den Mysterien und religiösen Zeremonien der Antike waren solche Substanzen ein Instrument, um die Grenze zwischen Mensch und Gott zu überwinden. Der Rauschzustand, den sie hervorriefen, öffnete die Sinne und ermöglichte es den Teilnehmern, Visionen zu erleben und das Göttliche direkt zu erfahren. Wenn wir auf die antiken Riten zurückblicken, wird deutlich, dass der Rausch eine zentrale Rolle in der spirituellen Erfahrung spielte. Ob durch Wein, spezielle Tränke oder psychoaktive Pflanzen. Der bewusste Einsatz von Substanzen diente dazu, den Menschen aus seiner alltäglichen Wahrnehmung zu befreien und ihn in Kontakt mit der Sphäre des Göttlichen zu bringen. Es ist eine Reise, die uns daran erinnert, dass die Suche nach spiritueller Erkenntnis oft mit dem Überschreiten von Grenzen verbunden ist. Den Grenzen des Körpers, des Geistes und der materiellen Welt. In den dionysischen Mysterien, den eleusinischen Riten und möglicherweise sogar in den frühen christlichen Versammlungen waren psychedelische Substanzen das Tor zu einer tieferen, mystischen Realität. Während die modernen Religionen den Gebrauch von Substanzen oft als Tabu ansehen, zeigt uns ein Blick in die Vergangenheit, dass dies nicht immer der Fall war. Die Menschen der Antike sahen in bewusstseinsverändernden Substanzen keinen Widerspruch zu ihrer Spiritualität, sondern einen Weg, das Göttliche direkt zu erfahren. Dionysus, der Gott des Weines, war nicht nur ein Symbol des Rausches, sondern auch der göttlichen Offenbarung. Ein Gott, der seine Anhänger dazu ermutigte, die Grenzen der irdischen Welt zu überschreiten.